komm, Heiliger Geist, komm in mein Herz, Heiliger Geist, erfülle es. Komm, Heiliger Geist, komm in mein Herz, Heiliger Geist, erfülle es. Komm, Heiliger Geist. Freunde, herzlich willkommen zu unserer neuen Einheit über die Freude an der Lehre der katholischen Kirche. Und mit uns hier ist der Karl, der gleich etwas sagen wird. Ich als Übersetzung, dann Thomas Paul und hinten in der zweiten Reihe unser Musikteam, heute bestehend aus Silvia Maria, Piet und Alex. Shall we sing one more song of Holy Spirit? Singen wir noch ein Lied zum Heiligen Geist? So all of us, let us pray for an anointing. Und beten wir alle zusammen um diese Salbung im Heiligen Geist. And this anointing may transmit to the whole world. Und diese Salbung, sie soll dann übertragen werden, hineingesungen werden in die ganze Welt. Yes. Lebendigen Wassers aus, O Herr, über uns. O Herr, gieße neu die Kraft des Heiligen Geistes aus, O Herr, über uns. Unser dürres Land, Herr, unser
Karl will speak. Jetzt ist Karl eingeladen, mit uns zu uns zu sprechen. Ich bin sehr dankbar und froh, dass ich heute Abend hier sein darf und auch etwas sagen darf. I'm very happy and thankful that I may be here with you and to speak to you. Ich kann sagen, dass ich vom Wort Gottes in der Liturgie oder auch wenn ich selbst lese oder mit anderen darüber spreche, immer wieder berührt werde. Again and again, I'm touched by the word of God in the liturgy of the Holy Mass, when I'm reading the Bible or when I'm sharing the word of God with others. Und immer mehr, als ich mir vorstellen kann. And that is, and every time it is much greater than I can imagine. Immer neu zeigt es mir was. And every time in a new way the word of God is showing me something. Manchmal sind es große Texte, weniger Texte, ganz Evangelium oder auch mehrere Seiten, aber manchmal ist es vielleicht nur ein Wort. Sometimes it's some long passages of the Holy Scripture, sometimes the Holy Gospel, sometimes only one sentence or one word. Ich möchte von einem Wort berichten, was in diesen Tagen mir ganz neu aufgegangen ist. I want to speak to you about one word in these days. It gave a great opening for me. Und das ist das Wort uns. And this is the word our or us. 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 Also ich bin nicht alleine damit gemeint, sondern es heißt dort uns. It belongs not only to me alone, it is us. Us. Wir hören dem Vater unser, vergib uns unsere Schuld. In the Our Father prayer, we pray, forgive us our sins. Also sie geht gar nicht nur um meine Schuld, sondern um unsere Schuld. It's not the meaning only about my sin, it's about our sin. In mir ging mir so etwas vor, wer ist denn jetzt uns? Sind das meine Brüder und Schwestern, mit denen ich im Raum verbunden bin? Ist das meine Familie? Wer ist denn dieses uns? And I was asking myself, who is this us? Are this the brothers and sisters whom I am together in faith, in the community of faith? Or are this my family? Und vielleicht kann ich sagen, mir war das nie so bewusst, was das wirklich sein kann, dieses uns. And I want to tell you that there was no awareness till this time, what is really the meaning of us. Und heute kam mir in meinem Geist so, wer das uns vielleicht in meiner aktuellen Situation besonders sein könnte. And today it came in my mind to realize what this us means in my situation at this moment. Und da kamen mir viele Menschen, die nicht beten können, die nicht beten wollen, die so stark in Sünde verstrickt ist. Und and there came so many persons in my mind who cannot pray, who don't want to pray, who are struggled in sin. Also wirklich Menschen mit den größten Schwierigkeiten, auch mit der größten Sünde und auch mit der größten Ablehnung. Persons with great difficulties, with great sins and with greatest behavior against God. Und seit ein paar Tagen kann ich ganz neu für diese Menschen beten, weil ich merke, der Herr ruft mich stellvertretend für die zu sagen, vergib uns unsere Schuld. And since a few days I can pray for all these persons in a new and special way, and instead of them I pray, forgive us our sins. Die Schuld der anderen ist mein Anliegen geworden dadurch, ganz neu. The sin of the others became in a new way my intention. Und was für eine, ich habe eine riesen Freude dabei. And I got a great joy by this. Weil ich weiß, Herr Gott gibt mir den Auftrag zu sagen, vergib uns unsere Schuld. Because I realize this is the task from God to me to pray, forgive us our sins. Und diese Freude, die kommt daher, weil ich ganz neu weiß, Gott gibt mir den Auftrag, so zu beten, weil er uns allen die Schuld vergeben will. And I realize, and this joy is coming because God gives us this task to pray in this way, because He
response to forgive. Und er braucht unser Gebet, oder ich, in meinem Fall würde ich sagen, er braucht mein Gebet dafür, damit ich das so sagen kann. And he needs our prayer, or in my case, he needs my prayer, that we really can say this, that he forgives our sins. Jesus hat alle Schuld der Welt auf sich genommen, das ist mir ganz neu bewusst geworden. Er hat sich als Schuldner ausgegeben, er hat sich in diese ganze Schuld hineingestellt. Jesus took the sin of the whole world. He was standing with the sin of the whole world. In Deutschland gibt es so Diskussionen über Kollektivschuld, da will man nichts von wissen, aber Jesus hat das gemacht. Er hat das übernommen von uns allen. Sometimes allen. In Germany we are speaking of sin, of the collective sin, but many don't want to speak about this, but Jesus really did it. He took the sin of the whole humanity. Und wir, oder ich und wir, tun das ja auch, wenn wir sagen, Jesus, vergib uns unsere Schuld. And we also do this when we really pray, forgive us our sins. Und ich darf darauf vertrauen, dass Gott auf diese Bitte hin vielen ein Erbarmen schenkt. And I really trust that because of this because of this prayer, God will forgive many sins. Was habe ich da für Möglichkeiten, das Erbarmen Gottes für andere herunterzurufen? It is a great possibility to call and cry for the mercy. Ich habe natürlich gedacht, das weiß ich doch schon alles, schon seit 40, 50 Jahren, und das verstehe ich ja auch. Of course, I was also thinking, yes, I know this since 40, 50 years. Normally, this is not new for me. Aber in diesen Tagen ist mir das ganz neu ins Bewusstsein, ganz neu in einer neuen Tiefe, nehme ich das wahr. But in these days, it came again to me, and I realized this in a deeper way. Ich gehe seit 40 Jahren jeden Tag zur Heiligen Messe. Since about 40 years, I go daily to daily Holy Mass. Mir war immer sehr bewusst, dass die Heilige Messe was ganz, ganz Besonderes ist. And I really know that the Holy Mass is something very special and the highest point of our Christian life. Aber in diesen Tagen, nach dieser Erfahrung, muss ich neu sagen, was habe ich denn wirklich schon begriffen? Es geht ja noch um viel, viel mehr. But even I have to tell, what did I really realize? It is much more than I can imagine. Wir sehen viel Böses in der Welt, wir sehen viel Sünde, wir sehen das alles, aber wir haben die Mittel. Wir haben es unfassbar, wo der Herr uns zuruft. We see so many sins, so many bad things and sin in the world and so many difficulties, struggles, but the Lord gave us the tools how to handle with this. Er will sie alle retten. So God wants to save everyone. Und er braucht uns dazu. And he needs us. Natürlich können wir das nicht erklären. Gottes Weisheit übersteigt uns so sehr. We cannot explain. The wisdom of God is much greater. Und das Erbarmen, was er uns schenkt, was ich persönlich seit Jahrzehnten erlebe, dass er mein Leben in der Eucharistie wirklich verwandelt. Immer neu. He is such a merciful God and he transforms my life through the Holy Eucharist again and again. Und um wie viel mehr tut er das bei denen, wo ich uns sage, die gehören zu uns, oder wo mein Herz für offen ist, wo ich das Erbarmen für erbitte. And he also will do this for this persons. I remember when I'm praying for us, and he will show his mercy to them, because my heart is open for them. Ich möchte euch uns allen wünschen, diese Erfahrung, sich dafür zu öffnen, kann uns Gott zeigen, vor der Eucharistie, wo unser Herz offen ist. Da kann er uns in das Geheimnis ganz neu, und er wird es tun, hineinholen. And I wish for every one of you this experience, and in front of the Eucharist, he will open our hearts and he will make our hearts to each other. Nichts, was die Welt... Yeah. Shall we sing a song, then continue? Yeah, ein Wort.
One more sentence. Nichts, was die Welt dringender braucht in diesem Moment, wie das Erbarmen Gottes. There is nothing more urgent for the world than the mercy of God at this moment. Amen. Amen. So let us sing one more song, praising God as well as taking this message of what God has given. Also singen wir noch ein Lied, in dem wir wirklich diese Botschaft, die Karl gesagt hat, dass wir sie wirklich in uns aufnehmen und sie zu unserem eigenen machen. And after that you can continue. Dann kannst du noch weiter fortfahren, wenn du noch nicht fertig bist. Yes. Doch, doch. Ich kann jetzt auch fahren. Yes. Hier ist finished. Okay. Oder vielleicht später mal sehen. First you take and then perhaps later. Danke, Karl, für diesen wunderbaren Punkt, den du mit uns geteilt hast. I also welcome everybody who is now on the live. Ich heiße auch alle die willkommen, die jetzt mit uns online sind. We see Margaret Merrigan from Ireland is here. Zum Beispiel die Margaret Merrigan aus Irland hat sich mit uns verbunden. Hallo, Margaret. And Prince Philip from America. Hallo, Prince. Prinzi Philipp aus Amerika. And Mary from our Vienna office. Mary aus dem Studio in Österreich. And Vinod from Kerala. Und Vinod von Kerala. So we are such an international group and many are already watching this behind the scene. Und hinter dem Bildschirm gibt es auch noch einige, die zuschauen. So sind wir schon eine ganz internationale Gruppe. Yeah, so let's see in connection with what Karl said from Catechism. Also jetzt schaffen wir eine Verbindung zu dem, was Karl gesagt hat zum Katechismus. Paragraph 2741. Und dann nehmen wir den Paragraphen 2741.
Jesus also prays for us. Da heißt es, zudem betet Jesus an unserer Stelle und für uns. Are you happy? Bist du glücklich darüber? Ja. So Jesus is also praying for us. Also Jesus betet auch für uns. Because he is the high priest. Weil er ist der hohe Priester. In our place and on our behalf. Weiter. Alle unsere Bitten sind ein für alle Mal. Once again, we read the whole sentence. Jesus also prays for us in our place and on our behalf. Zudem betet Jesus an unserer Stelle und für uns. Yes. All our petitions were gathered up once for all in his cry on the cross and in his resurrection heard by the Father. Alle unsere Bitten sind ein für alle Mal in seinem Schrei am Kreuz hineingenommen und vom Vater in seiner Auferstehung erhört worden. This is why he never ceases to intercede for us with the Father. Deshalb hört Jesus nicht auf, beim Vater für uns einzutreten. If our prayer is resolutely united with that of Jesus, wenn unser Gebet mit dem Vertrauen und der Kühnheit eines Kindes mit dem Gebet Jesu vereint ist, in trust and boldness as children, we obtain all that we ask in his name. Dann erhalten wir alles, worum wir in seinem Namen bitten. Even more than any particular thing, the Holy Spirit himself who contains all gifts. Und noch viel mehr als nur dieses oder jenes, nämlich den Heiligen Geist selbst, der alle Gaben in sich birgt. Yeah. So, as we were talking about forgive us. Also, wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, vergib uns. But all the forgiveness we receive is not only because of our prayer, because Jesus already made the sacrifice on the cross for the forgiveness of our sin. Also wenn wir beten, dieses vergib uns, dann hängt es nicht nur, dann empfangen wir die Vergebung nicht nur durch unser Gebet oder weil wir beten, sondern weil Jesus uns am Kreuz schon diese Vergebung erworben hat. Ja. In the Old Testament, it was not possible to receive the forgiveness because God alone can forgive. Also im Alten Testament war es noch nicht möglich, diese Vergebung wirklich zu empfangen, weil Gott alleine der war, der vergibt. But here, that God became man to take away our sins and forgive us. Aber jetzt ist dieser Gott Mensch geworden, um unsere Sünden auf sich zu nehmen und dadurch uns zu vergeben. So when Karl was saying his experience with the Holy Eucharist, that is the Eucharist is the moment of his passion, death and resurrection for the forgiveness of sins. Und wenn Karl davon gesprochen hat, über diese Erfahrung der Vergebung in der Heiligen Eucharistie, dann ist es ja tatsächlich so, dass in der Eucharistie der Christus gegenwärtig ist, der am Kreuz gestorben ist und unsere Sünden hinweggenommen hat. The same sacrifice he offered is wiedergegenwärtig. Dasselbe Opfer, was Jesus dargebracht hat, wird in jeder Eucharistiefeier gegenwärtig. So in that, although from the beginning we pray for forgiveness, but at the same time the consecration prayer itself is for the forgiveness. Und so bitten wir am Anfang der Heiligen Messe um Vergebung im Bußakt, aber dann während der Wandlung, während der Konsekration selbst ist es ein Akt der Vergebung, wenn Jesus sich opfert. Where the priest or Jesus is praying in the person priest, this is my body for given for you. Wenn Jesus selbst in der Person des Priesters spricht, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. And then he says, this is my blood for the new and everlasting covenant for the forgiveness of your sins. Und dann sagt er, das ist mein Blut des neuen und ewigen Bundes zur Vergebung der Sünden. So here we must recognize Jesus is praying
for the whole humanity. Also wir dürfen hier wahrnehmen und erkennen, dass Jesus hier für die ganze Menschheit betet. So, that is why in paragraph 2741 in Catechism says, Jesus also prays for us in our place and on our behalf. Darum heißt es ja hier im Katechismus unter dieser Stelle 2741, Jesus betet an unserer Stelle und für uns. He is like a mittler, he is a mediator for us in front of the Father. Also er steht als Mittler für uns vor dem Vater. So he stand in front of the Father and plead, Father, this Thomas Paul is my brother. He has done such a sin, but I take that sin and its punishment. So please, Father, forgive him. Er steht vor dem Vater und sagt, das hier, das ist mein Thomas Paul. Er hat zwar diese Sünde begangen, aber er ist doch mein Bruder und ich stehe für ihn ein, bitte. Yeah. Can you believe this? Können wir das glauben? So in every Holy Eucharist, he as a high priest is praying for us on our behalf. Also und so ist es in jeder heiligen Eucharistiefeier, da ist Jesus als hoher Priester, der für uns betet und an unserer Stelle betet. And he pray in us as the head of the church. Und in uns betet er als das Haupt der Kirche. So and in his prayer the last word here is when he prays we receive Holy Spirit. That is how the forgiveness comes to us. Und dann steht hier im letzten Satz, wenn Jesus betet, dann betet der Heilige Geist selbst und wir wissen, die Vergebung, die geschenkt wird, kommt durch den Heiligen Geist. So, we cannot also forgive others unless we receive the Holy Spirit. Also deswegen können wir anderen auch nicht vergeben, wenn wir nicht wirklich den Heiligen Geist empfangen haben. So when we receive the Holy Spirit, in which the God's forgiving love pours into our heart. Also wenn wir den Heiligen Geist empfangen, dann empfangen wir die vergebende, dann fließt die vergebende Liebe in unser Herz. And our community, all of us become one community. Und dann fließt es eben in unsere Gemeinschaft und unsere Gemeinschaft wird eins. And also in another paragraph, 2747 says. Und nehmen wir nochmal den Paragraphen 2747. Christian tradition rightly calls this prayer the priestly prayer of Jesus. Die christliche Überlieferung nennt dieses Gebet mit Recht das hohe priesterliche Gebet Jesu. That is Jesus' prayer in John chapter 17. Da geht es um das hohe priesterliche Gebet im 17. Kapitel des Johannesevangeliums. Yeah. It is the prayer of our high priest, inseparable from his sacrifice, from his passing over to the Father, to whom he is wholly consecrated. Es ist das Gebet unseres hohen Priesters. Es lässt sich nicht von seinem Opfer trennen, von seinem Gehen zum Vater, dem Pascha, durch das dem Vater ganz geweiht wird. So, we have Holy Mass probably maximum half an hour time or even in a very big celebration 1 hour time. Also wir haben es gewöhnlich so, dass wir für eine heilige Eucharistiefeier eine gute halbe Stunde Zeit haben oder wenn es eine feierliche Feier ist, eine Stunde. But we must remember, Jesus, before he offered the sacrifice, he spent many hours in prayer. Aber wir dürfen wissen, dass Jesus, bevor er dieses Opfer darbringen konnte, dargebracht hat, er vorher viele, viele Stunden im Gebet war. So the prayer as written in John's Gospel chapter 17 is inseparable from his sacrifice. Und so ist es eigentlich das hohe priesterliche Gebet, was wir in Johannes 17 finden, untrennbar von seinem Opfer. Yeah. So every word in that prayer confirms what Karl was talking about.
Und jedes Wort in diesem hohen priesterlichen Gebet bestätigt das, was Karl uns gesagt hat. Ja, so there, let us take word 20, word 20, 21. Nehmen wir Johannes 17, Vers 20, 21. I pray not only for them, but also for those who will believe in me through their word. Da heißt es, aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Ja. For those who believe in me through their word. Für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. So that they may all be one, as you, Father, are in me and I in you. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Can you imagine? Können wir uns das vorstellen? That all of them may be one. Dass wirklich alle eins sind. With us. Zusammen mit uns. As me and the Father, as Jesus and the Father is one. So wie der Jesus und der Vater eins sind, sollen alle eins sein oder werden alle eins sein. So, it is very interesting whenever we get time, particularly in the Eucharistic adoration. We reflect on this chapter 17 and take it as a prayer. Es ist wirklich sehr interessant und wann immer wir Zeit haben, am besten in der eucharistischen Anbetung, nehmen wir dieses hohe priesterliche Gebet her und betrachten es und machen es zu unserem Gebet. So, as Karl was mentioning, we are not praying only for us, only for a person, me, we are praying for us. Also, so wie Karl das gesagt hat, wir beten nicht nur für uns, für mich als Person, sondern wir beten für uns, für die ganze Gemeinschaft. And the same thing is a key word in our Father prayer. Und eben auch im Vater unser gibt es dieses Schlüsselwort. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Ja. That maybe we will sing another song, then we can think further. Also vielleicht singen wir erst noch ein Lied und dann können wir darüber noch ein paar Gedanken verschwenden. When we sing this song, let us ask the grace of the Holy Spirit and Jesus to understand such a great horizon of the forgiveness. Und wenn wir dieses Lied singen, dann bitten wir wirklich den Heiligen Geist, dass wir diesen ganzen großen Horizont, diese Weite der Vergebung wirklich tiefer verstehen. And when we go for Holy Mass, maybe there are only few people in the church, but then let us pray for the whole world. Und wenn wir dann zur Heiligen Messe gehen am Werktag und da sind nur so ein paar Leute, dann lasst uns dessen bewusst sein, dass wir wirklich beten können für die ganze Welt. Come, Heiliger Geist, mit Feuer fahr, oh, komm, Heiliger Geist.
Here in a 24 hours prayer house here, Eucharistic Adoration, day and night, we are having prayer for the whole world. Meine lieben Freunde, wir sind hier in einem Haus, in dem wir 24 Stunden, also Tag und Nacht, eucharistische Anbetung haben und so für die ganze Welt beten. And recently, Margaret Marion and Eva came from Ireland to stay here 3-4 days and they experienced a very good experience of the Holy Spirit. Und es ist noch nicht lange her, vor ein paar Tagen waren die Margaret Merrigan zusammen mit der Eva hier und haben hier wirklich starke Erfahrungen im Heiligen Geist gemacht. I welcome or we welcome anybody from any part of the world to come here and stay with us. Und so heißen wir eigentlich jeden aus jedem Teil der Erde hier willkommen, eine Zeit mit uns zu verbringen. Now, coming to this point of praying for others. Also kommen wir jetzt nochmal zu dem Punkt, für andere zu beten. In Jesus' public life, every time it was associated with healing. Und immer war es bei Jesus in seinem öffentlichen Leben, war das Gebet verbunden mit Heilungen. Yes. And we saw in this Sunday a very interesting event, a double healing, gospel of double healing. Und jetzt am vergangenen Sonntag haben wir im Evangelium eine interessante Sache gehört von sozusagen einer doppelten Heilung. That when Jairus, who is a synagogue official, he came to Jesus and said his daughter is about to die. Come and lay your hand. Also der Synagogenvorsteher Jairus kam zu Jesus und sagte, seine Tochter liegt im Sterben und Jesus sollte kommen, um ihm die Hände aufzulegen. Jesus did not say anything. Yes, we go. Immediately was ready to go into the house of the synagogue official. Und Jesus hat überhaupt nichts gesagt. Er war sofort bereit, mitzukommen, in das Haus des Synagogenvorstehers zu gehen. This is the readiness all of us should have for others. Das ist die Bereitschaft, die jeder von uns haben sollte, für andere da zu sein, einzutreten. Now, for praying, im Gebet, and healing, heilen, and many things happen. Und dann werden viele Dinge geschehen. And so one sparked the other. Also eins nach dem anderen. When on the way came another woman, she was suffering for 12 years with such a terrible situation. Und auf dem Weg dorthin begegnete Jesus noch eine andere Frau, die eben auch schon 12 Jahre in einer furchtbaren Situation, in einer furchtbaren Krankheit litt. So the situation in Israel, if a woman is having a bleeding, she is not supposed to touch anybody. Und die Situation in Israel zu der Zeit war so, dass wenn eine Frau an Blutungen litt, dann durfte sie überhaupt niemanden mit irgendjemandem in Berührung kommen. She is almost excommunicated. She is out of the community. She cannot go to the synagogue. She cannot meet any people. Also sie ist eigentlich aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Sie da kann niemanden treffen. Sie kann auch nicht zum Gebet in die Synagoge gehen. 12 years. Und das war bei dieser Frau schon seit 12 Jahren. What mistake she did. Was hat sie denn Schlimmes getan? So this is the situation in our society also. Und so ist es auch bei uns in der Gesellschaft. For no reason many of our people are excluded from the main relationship. Bei uns ist es auch so, dass ohne irgendwelchen Grund irgendwelche Leute von unseren Beziehungen ausgeschlossen sind. But she had such a special faith. Aber diese Frau, sie hatte so einen ganz besonderen Glauben. This is what we need. Und das ist es, was wir brauchen. She did not do anything wrong. It is forbidden to touch a man or anybody. Also sie hat nichts Falsches gemacht. Es war ihr verboten, überhaupt jemanden zu berühren. But she thought, I will touch not his cloth, at least the fringe of his cloth. Und sie sagte, ich werde nicht mal meine Kleidung berühren, ich will nur den Saum seines Gewandes berühren. Yeah. Still I will be healed. Und dann werde ich geheilt.
See, what a type of faith. Was ist das für eine Art von Glauben? And she came slowly and touched the tassel of hip cloth. Und dann kam sie und berührte wirklich nur diesen Saum des Gewandes. Suddenly Jesus said, "Who touched me?" Und dann sagte Jesus, wer hat mich denn da berührt? Power is drawn from me. Es geht eine Kraft von mir aus, sagte Jesus. And everybody was wondering, everybody is touching you. Und die Leute wunderten sich und sagten, hier berührt dich doch jeder in diesem Gedränge. But Jesus said, somebody drawn power from me. Und Jesus sagt, ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausging. Can you believe that we can even draw power from him without his permission? Also können wir uns vorstellen, dass wir von Jesus Kraft herabziehen, ohne dass er es gestattet? He stood there. He turned around. Who is that person? Er stand da und er drehte sich um und sagte, wer ist diese Person? And she wanted to do it without anybody's knowledge. Und sie wollte es ja tun, ohne dass irgendjemand mitbekommt. Now she becomes such public. Und jetzt wurde das Ganze so öffentlich. Not only for that people, for the whole world. Und nicht nur für die Leute damals an diesem Ort, sondern es wurde öffentlich durch die Heilige Schrift in der ganzen Welt. It became such a big event in the gospel for eternity. Es ist in der Ewigkeit ein so großes Ereignis in der Heiligen Schrift. And she said, I did not touch. I touch only the hem of your cloth, because I believed I will be healed. I am suffering for 12 years. I had no way. Sie kam heran und sagte, ich habe doch gar nicht dich berührt. Ich habe nur den Saum deines Gewandes berührt und ich habe geglaubt, dass ich wirklich geheilt werde. And Jesus said, good gemacht, well done, bless you. You are saved because of your faith. Und Jesus sagte, ja, das ist richtig, was du gemacht hast. Dein Glaube hat dich gerettet. So here, it is not only a healing, it is bringing this woman to the community. Und hier geht es nicht nur um eine Heilung, sondern die Frau wird auch in die Gemeinschaft zurückgebracht. She has a dignity now. Sie hat jetzt wieder eine Würde. And then continuing to the house of Jairus. Und dann gehen wir weiter zum Haus des Jairus. Oh, so, now something happens. By this time somebody came from his house and said, your daughter is dead. Now you don't have trouble. In der Zwischenzeit kam jemand vom Haus des Jairus gelaufen und hat sagte, es ist schon passiert, deine Tochter ist schon gestorben. Now don't trouble the master. Also belästige den Meister nicht mehr. So this is our situation also. Death is not the end. Also das ist auch unsere Situation. Der Tod ist nicht das Ende. Now Jesus said, don't worry. Und Jesus sagt, macht nichts, macht dir keine Sorgen. The girl is only sleeping. Das Kind schläft nur. Now this is another untouchable situation for a Israelite. They are also not supposed to touch a dead body of a person. Und das ist wieder auch eine unberührbare Situation sozusagen, weil für einen Israeliten ist es nicht gestattet, eine tote Person zu berühren. Yeah, that is also forbidden. Das ist verboten. That is unholy. Das ist unheilig. Now Jesus came and Jesus touched and held the hand of this child, this little girl, and said, Talitha kom. Und dann kommt Jesus und ergreift die Hand dieses Mädchens und sagt, Talitha kom. Little girl, arise. Mädchen, steh auf. The child is dead. Aber das Kind ist tot. How she heard this? Did she hear this? Hat sie das gehört? Wie konnte sie das hören? That is why there were not many people. Only few of his, three of his apostles and the child's father and mother. Und es waren nicht viele Leute da, nur die drei Apostel und die Eltern des Kindes. Talitha kom. Talitha kom. Little girl, arise. Mädchen, steh auf. So you must understand, Jesus' word has power to go into the dead body of a child and raise new life. Wir müssen verstehen, dass die Kraft Jesu in diesen toten Körper des Mädchens hineingehen kann, um es zu erheben, aufzuwecken. And bring new life. Und neues Leben hineinzuhauchen.
So, my dear friends, let us think about sicknesses, anybody who is sick in our home or around us. Let us believe Jesus will come to your home and heal them. Und meine Freunde, lasst uns jetzt an die denken, die wirklich krank sind, bei uns zu Hause und in unserer Umgebung. Und lasst uns wirklich wissen, dass Jesus kommt, um sie zu heilen. He not only speaking to the living persons, he speak to the dead person. Und Jesus spricht nicht nur zu den Lebenden, er spricht auch zu den Toten. Because he is the author of life. Weil er ist der Geber alles Lebens. So let us ask the Lord to increase our faith, to exercise these miraculous healing prayers. Und deswegen bitten wir den Herrn, dass er unseren Glauben stärkt und dass diese Erfahrung der Wunder auch heute geschehen. Oh Lord, in this time of the world, give us such charisms. And give us that anointing. Herr, in dieser Zeit der Welt, in der wir jetzt stehen, schenk uns diese Charismen, schenk uns diese Salbung. We also pray for all the sick people in our home and around us. Und so beten wir jetzt wirklich auch für alle Kranken bei uns zu Hause und that in unserer Umgebung. Jesus on the way, double healing happen. So wie bei Jesus auf dem Weg diese doppelte Heilung geschehen ist. Oh Jesus, come to our home. Herr, komm zu uns nach Hause. Come to our neighbor. Komm zu unserem Nachbarn. Come to our society. Komm in unsere Gesellschaft. You are already there. Du bist ja schon da. Open your life-giving power. Öffne deine lebensspendende Kraft. We pray for not only for us, but for all. Wir beten nicht nur für uns, wir beten für alle. Not only forgiveness, but for the healing. Und jetzt nicht nur um Vergebung, sondern auch um Heilung. Oh, right now I am praying. We together is praying for all the sick people who will be watching this may receive healing. Und wir beten jetzt für alle die zuschauen oder zuschauen werden, dass sie jetzt Heilung erfahren. Oh Jesus, touch oh, Jesus, everyone. Berühre jeden. Talita kum. Talita kum. Young child arise. Mädchen, steh auf. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Be healed. Sei geheilt. All those who are suffering. Alle, die ihr leidet. All suffering with cancer or any diseases. Alle, die an Krebs und irgendwelchen Störungen leiden. Heal them, Lord. Heile sie, Herr. Heal them, Lord. Heile sie, Herr. In the name of Im Jesus. Im Namen Jesu. All blood vessels. Alle Blutgefäße, Knochen, Muskeln. Come back to normal, healthy condition. Kehren zurück in and ihre be healed. Position und seid geheilt. Be healed. Seid geheilt. Be healed. Seid geheilt. Yes, now we sing. Now let us sing our concluding hymn of Holy Spirit and pray for all of us. Abschlusslied zum Heiligen Geist singen und beten wir für alle. Yes, so whole Germany, not only Germany, for the whole world. Dann beten wir für ganz Deutschland und nicht nur für Deutschland, wir beten für die ganze Welt. To America, to Ireland, to India, to the whole world. Für Amerika, für Irland, für Indien, für die ganze Welt. And of course Germany. Und natürlich auch für Deutschland. Send deine Geist, send your spirit. Sende deinen Geist auf.
is also thank Blessed Mother and sing a short song of in honor of Blessed Mother. Danken wir auch der Mutter Gottes und singen wir auch zu ihren Ehren ein kurzes Lied noch. Thank you for the beautiful singing. Danke allen, danke auch für die wunderbare Musik. Thank you, Karl, for the beautiful sharing. Das schöne Mitteilen von Karl. And thank you, everybody. Tomorrow, the same time, we can meet again. Tomorrow. Danke allen euch, die ihr zugeschaut haben. Morgen können wir uns zur selben Zeit wiedersehen. Bye bye. Bye bye. God bless you.